Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich diesen Look hier für euch geschminkt. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich finde, so ein braun Smoky Eye ist der perfekte Start für den Herbst. Und wir beginnen auch direkt. Und zwar fange ich an erstmal mit dem Primer. Ich nehme meinen ganz normalen Concealer und werde mir erstmal für meinen Lidschatten mein Augenlid vorbereiten. Und das Ganze werde ich dann auch mit einem Puder setten. Danach nehme ich mir meine Jaclyn Hill Palette und diesen gelben Lidschatten hier. Und das wird meine allererste Basisfarbe. Ich nehme mir dazu einen fluffigen Pinsel und verblende die Farbe über mein komplettes Augenlid. Bei einem Smoky Eye ist es immer wichtig, mit einer Basisfarbe anzufangen. Und ich mache das mit zwei Basisfarben. Und da nehme ich mir diesen Ton hier aus der Palette. Das ist so ein mittlerer Braunton, der in die warme Richtung geht. Da ich einen braunen Warmton benutze später für mein komplettes bewegliches Lid, werde ich mir auch eine warme Basisfarbe nehmen. Und die Farbe werde ich mir jetzt mit einem festeren Blenderpinsel direkt in die Lidfalte geben und gleichzeitig verblenden. Hier werde ich das Ganze nochmal schön alles miteinander verblenden und dann nehme ich mir diesen Rostton. Das ist eigentlich mehr so ein Orange-Rotton, aber ich finde, der passt sehr, sehr gut generell zu braunen Augen, zu braunen Smoky Eye prinzipiell. Und deswegen werde ich mir mit demselben Lidschattenpinsel die Farbe auch in die Lidfalte auftragen und in die Lidfalte auch rein verblenden. Es ist nicht schlimm, wenn es aufs bewegliche Lid kommt, weil das wird im Anschluss sowieso überdeckt und dann werde ich das Ganze auch noch mal verblenden. Jetzt nehme ich mir diesen braunen Farbton aus der gleichen Palette und die Farbe kommt jetzt mit einem normalen Lidschattenpinsel auf mein komplettes bewegliches Lid und die Farbe werde ich mir jetzt erstmal so auftupfen. Ich empfehle immer, solche dunklen Make-up-Looks erstmal die Augen zu schminken und danach die Base, weil man hat definitiv Fallout. Also meistens und ja, hier verblende ich das Ganze nochmal, alles schön miteinander. Und dann kommen wir zu der Palette von Hanadi Beauty, die Dazzling Pearl Palette und ich nehme mir die Farbe Peanut. Die Farbe hat mir vom Farbton dann doch besser gefallen, die ist wärmer und die ist auch viel besser pigmentiert als die in der Jaclyn Hill Palette. Und deswegen habe ich mir die Farbe einfach nochmal hergenommen und habe sie nochmal aufgetupft und verblendet. Jetzt nehme ich mir den schwarzen Lidschatten aus der Hanadi Beauty Palette. Das ist wirklich ein richtig, richtig guter pigmentierter Schwarzton. Und das werde ich mir jetzt mit einem Pinsel auch am äußeren Winkel auftragen. Mehr erstmal an den Wimpern entlang und dann auch so ein bisschen am äußeren V. Ganz, ganz vorsichtig und mit ganz wenig Farbe erstmal und werde mir das Ganze dann schön ausblenden. Jetzt nehme ich mir die Farbe Sahara. Und mit dieser Farbe werde ich mir jetzt hinten am äußeren Winkel das Ganze auch noch mal so ein bisschen rein verblenden. Ich habe zwischendurch die Kanten schon gesäubert, wie ihr sehen könnt, damit ich schon ein bisschen einen Blick habe, wohin das Make-up einfach gehen soll. Das ist immer eine sehr, sehr gute Richtlinie. Und dann nehme ich mir meinen Laura Geller Gilded Honey Highlighter und damit werde ich mir meinen Augenbrauenbogen highlighten. Jetzt werden erstmal die Wimpern getuscht. Ich nehme meine Essence Isle of Extreme Mascara, wie immer. Die ist nicht wasserfest, aber ich benutze ja mein Revitalash Wimpernserum. Und durch dieses Serum sind meine Wimpern einfach total schön lang und auch gestärkt, dass sie den Schwung halten. Daher muss ich keine Waterproof Mascara benutzen. Und ja, hier tusche ich die Wimpern. Das macht einen riesen Unterschied. Ihr könnt natürlich auch Fake Lashes auftragen, wenn ihr möchtet. Jetzt kommen wir zur Base. Ich nehme meine Royal Foundation von Dior und meine Maybelline Superstay Foundation und die werde ich mir erstmal mit einem Real Techniques Contour Brush auf meinem Gesicht auftragen. Erstmal ganz grob die hellere Foundation und dann nehme ich mir die dunklere von Dior und werde die mir einfach drüber auftragen. Und das Ganze werde ich dann im Anschluss mit dem Real Techniques Complexing Sponge verblenden. Thank you.
Dann nehme ich mir diesen orangenen Concealer, der ist von Becker. Und bei so einem aufwendigen Make-up mache ich immer gerne alle Schritte und damit conceal ich einfach die dunklen Schatten unter meinen Augen. Das könnt ihr mit einem orangenen Concealer sehr, sehr gut erzielen. Und das werde ich mir erstmal ganz grob und ein bisschen auftragen und dann mit dem Schwamm einarbeiten. Und im Anschluss werde ich mir meine Concealer nehmen von Tarte. Ich nehme mir erstmal den dunkleren Farbton, werde den auftragen und verblenden. Und danach nehme ich mir die hellere Farbe, um mein Gesicht zu highlighten. Hier habe ich dann die hellere Farbe aufgetragen und werde das Ganze auch nochmal schön in meine Haut einarbeiten. Boah, was für ein Unterschied, oder? Und dann nehme ich mir mein CoverFX Translucent Powder und werde mir meinen Concealer damit fixieren. Und dann werde ich mir das Bare Minerals Original Powder Foundation nehmen. Es ist eigentlich so ein Powder Foundation, ist sehr, sehr gut deckend. Aber ich brauche die Deckkraft, weil meine Haut im Moment ein bisschen schwierig ist. Ich weiß nicht, was sie für ein Problem mit mir hat, warum sie mich hasst. Und hier habe ich ganzen Powder in der Nase gehabt und gleichzeitig musste ich versuchen, mir ein Niesen zu unterdrücken, wie es halt so ist. Das echte Leben beim Schminken. Ja, die Powder Foundation werde ich mir jetzt überall auftragen und dann werde ich mir das Ganze erstmal setten mit meinem Rosenwasser von Mario Badescu, damit erstmal die ganzen Puderreste schön in die Haut verschmelzen und das werde ich mir nochmal mit dem Schwamm ein bisschen in die Haut einarbeiten. Kommen wir zum unteren Wimpernkranz. Ich nehme mir nochmal die Farbe Peanut. Das ist die Farbe, die ich aufs bewegliche Lid aufgetragen habe. Und hier werde ich jetzt die Farbe am unteren Wimpernkranz auftragen, nur bis zur Hälfte vom Auge. Und dann werde ich das Ganze erstmal ganz grob und leicht verblenden. Ich werde dann im Anschluss die Farbe Sahara nehmen. Das ist das Rostbraun, Rostrot, wie man es sehen möchte. Und die Farbe werde ich mir bis nach vorne hin ausblenden. So bekommt man einen richtig schönen Effekt, dass vorne einfach dieses Rostige sitzt und gleichzeitig in den Rest verblendet wird. Das macht ein sehr, sehr schönes Augen-Make-up einfach. Das lässt das Ganze schön warm wirken und nicht alles zu braun. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen Farbunterschiede einfach. Das gefällt mir persönlich immer am besten. Jetzt nehme ich mir meinen schwarzen Lidschatten nochmal her und so einen ganz, ganz festen kleinen Pinsel und werde das ganz, ganz eng an meinen unteren Wimpernkranz pressen und ein bisschen ausblenden. Jetzt kommen wir zur Kontur. Ich nehme meinen Too Faced Chocolate Soleil Bronzer und werde jetzt meinem Gesicht eine schöne Kontur verleihen mit einem fluffigen Pinsel von Morphe. Ich bin im Moment nicht mehr so dabei, mein Gesicht zu konturieren so stark, sondern einfach nur so ein bisschen Bronzer aufzutragen, dem Gesicht Wärme zu verleihen und einfach ein bisschen Form zu bekommen. Ich weiß nicht warum, irgendwie bin ich von diesem Trend weggekommen, dass man so eine ganz, ganz extreme harte Kontur im Gesicht hat. Ich finde, das harmoniert einfach viel, viel schöner und sieht nicht gleich so extrem und dreckig im Gesicht aus. Ja, ich werde das auftragen an den Wangenknochen, an der Stirn und auch an den Knochen unterm Gesicht entlang, damit eine schöne Verbindung entsteht. Und hier werde ich jetzt meine Nase noch konturieren. Zu so einem extremen Augen-Make-up, finde ich, sollte man die Nase nicht unbedingt auslassen mit der Kontur. Einfach so ein bisschen Bronzer drauf geben, weil es sonst so unfertig aussieht. Deswegen konturiere ich immer so ganz, ganz leicht noch ein bisschen meine Nase dazu. Jetzt kommen wir zu meinem Blush. Mein MAC Peaches Blush passt natürlich perfekt zu so einem Augen-Make-up. Es ist eine schöne warme Farbe und generell finde ich, MAC Peaches passt zu so vielen Looks. Und wie ihr bestimmt schon gemerkt habt in meinen ganzen Videos, benutze ich diese Farbe sehr gerne. Die werde ich mir jetzt auf mein Apfelbäckchen auftragen und dann kommen wir zu meinem Laura Geller Gilded Honey Highlighter. Und damit werde ich jetzt mein Gesicht highlighten. Ich habe bewusst den Highlighter vom Gesicht auch unter meine Augenbraue aufgetragen, weil das Ganze auch schön miteinander harmoniert. Und ich wollte auch den Highlight unter meiner Augenbraue gar nicht so stark haben. Und ja, Laura Geller Gilded Honey passt perfekt zu warmen Augenlooks, finde ich.
Und ja, dann werde ich mir das noch auf die Nase geben. Und im Anschluss werde ich mir mein Gesicht nochmal fixieren mit meinem Rosenwasser von Mario Badescu und werde meinen Highlighter nochmal ein bisschen auftragen, um es ein bisschen mehr zu verstärken. Jetzt werde ich noch meine unteren Wimpern tuschen und dann kommen wir auch schon zu den Lippen. Ich werde mir einen Kiko Lip Liner nehmen und von Jorah Cosmetics den Liquid Lipstick in der Farbe Everything Nice. Ich nehme mir einen ganz normalen braunen Lip Liner. Ist egal von welcher Marke, ihr könnt benutzen, was ihr zu Hause habt. Ich habe den hier schon seit Jahren und der ist immer noch sehr gut und cremig. Und ich werde mir ein bisschen meine Lippen übermalen. Das zeige ich euch hier so ein bisschen im Schnelldurchlauf, wie ich das mache. An meiner unteren Lippe werde ich auch so ein bisschen drunter gehen, damit die Lippe ein bisschen größer und voller wirkt. Und an den Seiten gehe ich wieder meine natürlichen Lippenform entlang. So bekommt ihr einfach ein natürliches Ergebnis. Und ja, dann werde ich mir den Lip Liner ein bisschen mit meinem Pinsel verblenden, damit es nicht ganz so hart und extrem wirkt. Weil braun kann auch ganz, ganz schnell sehr, sehr extrem wirken. Und ich mag es auch nicht, wenn der Lip Liner sich zu extrem vom Lippenstift abhebt. Und dann nehme ich mir meinen Liquid Lipstick. Ich finde die Farbe perfekt für dieses Augen-Make-up. Ich liebe die Farbe generell, habe ich auch schon öfters auf meinem Kanal benutzt. Hier highlighte ich noch so ein bisschen am Lippenherzchen. Das macht die Lippen auch ein bisschen voller. Und dann wären wir auch schon fertig mit dem Look. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch der Look gefällt. Hier könnt ihr mich gerne abonnieren und hier werde ich euch noch zwei weitere Videos verlinken. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit.